Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einem weiteren Total War Warhammer 2 Gastschlacht Replay. Warum mache ich so viele Gastschlachten in letzter Zeit? Naja, ihr seht meine Schlachten ja in den Streams. Und hier hat mir Legatus und Ridu eine interessante Schlacht eingesendet, nämlich Vampirküste gegen die Skaven. Und ich muss sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, die Skaven stehen etwas schlecht da gegen die Vampirküste, da durch die Angst, die Vampirküste erzeugen kann und die vielen großen Monster, die Skaven schon ein bisschen Probleme reingeraten. Und hier sehen wir sogar besondere große Monster, nämlich den Schafott-Riesen, das legendäre Necrofex-Koloss-Monster mit Feuerangriffen, das wirklich verdammt reinhauen kann. Und außerdem, wenn er stirbt, halt nee, was ist das? Doch, was? Alle Mann von Büff schwört eine Einheit der Horde der Zombie-Piraten-Arbeit. Achso, doch, wenn er kaputt geht, kommen Zombie-Piraten-Deckarbeiter raus und er schießt schon auf irgendwas. Hä? Was macht denn er denn da? Macht er das einfach so ab und zu als Animation? Keine Ahnung, aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Neben dem Schafott-Riesen haben wir noch Silostra Daya Finn auf ihrer Riesengarnele. Mit hasserfülltem Schuss, Nebel der Verdammten, Lied der Entzückung, also wirklich nur hasserfüllten Schuss, also nur Genauigkeit, Verbesserung. Ich bin gespannt, wie sie das einsetzt. Dazu sehen wir hier zweimal Zombie-Piraten-Deckarbeiter mit Stangenwaffen. Die haben etwas höheren Verteidigungswert, deswegen gehe ich davon aus, hat er die mitgenommen. Im Hintergrund die Schattengeister-Schützen, Deckschützen, machen eigentlich nicht so viel Schaden wie die normalen Deckschützen, aber sie verursachen Moralreduktion, minus 16. Und gerade bei Skaven kann sie das zur Flucht vertreiben. Dazu Horden der Zombie-Piraten-Deckarbeiter und zwei Karonaden. Karonaden ganz wichtig gegen Skaven, weil sie mit ihren Warblitzkanonen und anderen großen Monstereinheiten der Vampirküste schnell den Garaus machen können. Und ansonsten nur noch ein Regiment Deckwerfer mit Bomben, interessanterweise. Sollten ja eigentlich nicht ganz so effektiv sein. Jedenfalls meiner Erfahrung nach. Wir werden sehen. Außerdem im Rücken der Skaven noch zwei Regimenter gemeine Hunde. Ihr kennt sie aus meiner Kampagne und liebt sie aus meiner Kampagne, wo sie immer für einen Erfolg nach dem anderen sorgen. Auf der anderen Seite haben wir die Skaven mit einer interessanten Armeekonfiguration. In der Frontlinie haben wir vier Regimenter Gossenläufer mit ihren Shuriken. Ihren Shuriken. Kurze Reichweite und wenig rüstungsdurchdringender Schaden, aber dafür haben sie die Schleicherfähigkeit und können nicht gesehen werden, bis sie ganz nah am Gegner dran sind. Also kann sicherlich interessant werden. Ich bin gespannt, wie viel Schaden sie verursachen. Dahinter sehen wir zwei Regimenter Seuchenmönche. Seuchenmönche, einer meiner Lieblingsregimenter der Skaven. Ich finde sie toll mit ihren schnellen Angriffsgeschwindigkeit, physische Resistenz und ihrem Angriffsbonus. Die sind schon ziemlich krass drauf, aber gegen Vampirküste meiner Meinung nach totaler Overkill. Normale Clanratten mit Schwert und Schild tun es auch. Und hier sogar Sturmratten mit Schwert und Schild. Warum auch immer? Was für eine bizarre Entscheidung von Ridu meiner Meinung nach, weil für das gleiche Geld kann man drei Regimente normale Ratten mitnehmen. Und ich glaube, man braucht ja gar nicht die Elite. Denke ich, aber wir werden sehen, ob es funktioniert. Wir sehen außerdem Quick-Kopfjäger zum General jagen. Das kann er ausgezeichnet mit seinen besonderen Fähigkeiten wie Rüstungsreduktion und dem Trophäensammler. Und im Hintergrund noch einen Seuchenpriester mit der Fähigkeit, Ratten zu beschwören und Seuchenpriester dazu. Noch ein paar Clanratten mit Speer im Hintergrund und na, das war es auch schon für die Armee. Ach nee, das ist ja noch ein Todesrat. Noch ein Todesrad ist auch noch dabei. Bin ich mal gespannt, ob das effektiv wird. Es hat auf jeden Fall schon mal Glück, dass es nicht getroffen wird von der Kanone. Genug der Vorrede. Lasst die Spiele beginnen. Die Ratten erstmal in einer ungünstigen Situation, da sie die Vampirküste den Berg hoch angreifen müssen. Und die Deckwerfer nehmen sie bereits unter Beschuss. Oh! Und die anderen, das sind die Deckbomber, oder wie auch immer die heißen, das sind die Deckwerfer. Die Deckschützen haben sie unter Beschuss genommen, die Bomber werfen auf die armen Gossenläufer. Aber das ist genau die Art von Ziel, die die Gossenläufer mögen. Und mit ihrer hohen Genauigkeit der Shuriken haben sie mit ein, zwei Salven niedergerungen. Und der Necrofex-Koloss beginnt sein tödliches Werk, wird allerdings auch von den eigenen Deckschützen getroffen. Todesrad auf der anderen Flanke
bleibt gerade in der Infanterie stecken, hat ein paar Schüsse abbekommen, aber nichts zu Tragisches. Gemeine Hunde hier direkt jetzt in den Nahkampf gezogen, aber die haben so wenig Nahkampfabwehr, die werden sehr schnell kaputt gehen. Und eine Welle aus Schattenläufern, Gossenläufern, flüchtet von Sylvester Diaphin raus, die sich hier mutig in die Frontlinie stellt, aber sie kann das ehrlich gesagt auch tun, denn mit 132 Panzer und selbst nach dem Diva von Kopfjäger lässt sie sich nicht so sehr beeindrucken. Schöne Ritterspawn hier, Ritterbeschwörung von den Vampirküsten, von Vampirküstenseite, um das Todesrad aufzuhalten. Das kommt hier nicht mehr raus. Und was passiert mit Sylostra? Was um alles in der Welt passiert mit Sylostra? Auf einmal hat sie unglaublich viel Lebensenergie verloren. Dabei hat sie immer noch 132 Panzerung. Ah, der Trophäensammler muss dafür... Ah, Nahkampfabwehr von 0. Quick hat wahrscheinlich ein paar Mal draufgehauen und richtig viel Schaden gemacht. Und vermutlich waren auch die Gossenläufer daran beteiligt. Der Rest der Frontlinie Skaven auch im Nahkampf. Und es ist noch ziemlich viel Skaven übrig momentan. Gossenläufer kommen hinterher und schießen sie. Werfen sie. Ich meine, sie schießen eigentlich werfen. Was ist das für eine Aktion? Nebel der Verdammnis reduziert Führerschaft und Nahkampfangriff und es sieht so aus, als versuchen die Vampirküste hier einen gezielten Moralschaden an den Skaven mit all diesen Fähigkeiten zu machen. Es hat allerdings nicht funktioniert und Sylvester Diaphin muss sich zurückziehen mit der Hälfte ihrer Lebensenergie. Wird sogar selber getroffen von einigen ihrer Deckschützen und jetzt kommt Quick. Und jetzt kommt Quick, 3982 Lebensenergie. Und immer noch. Oh, jetzt. 3002. Oh, um Himmels Willen. 900 Lebenspunkte. Innerhalb von einer Sekunde verloren. Das muss eine Salve der Gossenläufer gewesen sein. Und jetzt so. Ja, ach du Schande. Ach du Schande. Diese Gossenläufer. Sie zerreißen Sylvester Diaphin. Es gäbe es keinen Morgen. Dabei hat sie 132 Panzerung. Wow, Izaui. Und jetzt versucht sie zu fliehen. Ist aber extrem langsam, weil sie vergiftet ist. Meine Güte, noch zwei dieser Salben. Und sie ist kaputt und der Necrofex-Koloss versucht sie zu retten vor Greek-Kopfjäger. Aber der Necrofex-Koloss ist noch viel anfälliger für die Geschosse der Gossenläufer. Wowie, wowie, wowie. Und der nächste Versuch, die Führerschaft der Skaven durch die Mutigfähigkeit der Deckschützen und des Zauberspruchs, die sie zu vertreiben. Oh, nein, nein, Quick-Kopfjäger wurde vom Necrofex-Koloss zerlegt. Er ist eben kein Monster-Killer. Und so viel Lebensenergie hat er auch nicht. Und jetzt fehlt den Skaven der Moralbuff ihres Generals. Man kann nur hoffen, dass er nochmal zurückkommt. Aber wenigstens haben sie noch den Moralbuff des Seuchenpriesters. Was macht eigentlich das Todesrad? Lebt es noch? Sieht... Ah, es lebt noch! Es lebt noch, aber es ist vergessen worden. Gut, es würde wahrscheinlich auch nicht wirklich mehr lange kämpfen. Und nix. Oh mein Gott! Der Necrofex-Koloss ist tot! Ach du Schande! Wir waren gerade mal 5 Sekunden, haben wir weggeguckt. Necrofex-Koloss tot. Oh wow. Also ich muss zugeben, die Macht dieser Gossenläufer ist beeindruckend. Das muss ich mir nachher nochmal... da muss ich mir nachher nochmal die Wiederholung im Anschluss ansehen. Oh je, und jetzt kriegst du Lost Adair von eine ganze Reihe von Saven ihre eigenen Deckschützen. Aber sie ist fast tot. 1343 Lebenspunkte. Eine gute Salve und dann ist sie vielleicht tot. Oder zwei höchstens. Aber es sind nur noch sehr wenige Gossenläufe übrig, um ihr den Gar auszumachen. Aber wer hätte es gedacht, dass sie so viel Schaden verursacht? Das wäre echt praktisch gewesen, ein oder zwei Skaven-Regimente im Rücken der Vampirküste zu haben, um diese Schattengeistschützen auszuschalten. Sie gezielte Schuss auf den Seuchenpriester, um die letzte führende Einheit zu vertreiben, die die Moral der Skaven hochhält. Und Sylvester Diaphin gleich tot. Wird sie fallen? 942 Lebensenergie ist immer noch eine Menge, gerade mit 150 Panzerung. Aber wenn sie anfängt zu zerfallen, könnten die Skaven das noch mit nach Hause nehmen. Es sind immer noch welche da. Und auch der Seuchenpriester lebt immer noch. Eine Flanke von den Skaven gerade in Bewegung zur Kanone hin. Deckschützen haben einfach viel zu lange gelebt. Und jetzt wird die letzte Heldeneinheit der Skaven fokussiert. 806 Lebenspunkte bei Sylvester Diaphin. Ich weiß nicht, wie die Skaven sie jetzt noch runterschießen können.
Gut, noch ein Regiment Sturmratten und ein Regiment Seuchenmönche sind übrig. Und ich glaube, diese ganzen Skaven kommen mit Sicherheit nochmal zurück. Und endlich sind die Kanonen ausgeschaltet. Man kann nur hoffen, dass die Seuchenmönche sie schnell genug kaputt kriegen. Und Sylvester Diaphant bei 506. Auch diese Sturmratten haben wieder einige Schadenspunkte verursacht. Aber sie lebt noch. Und sie zerfällt noch nicht mit 4 Führerschaften. Auch hier, Seuchenmönche haben es nicht mehr geschafft, die Kanone auszuschalten. Aber es sind noch eine Menge Skaven da. Aber dieser der Seuchenpriester wieder auf der Flucht. Sehr, sehr tragisch. Sehr, sehr wird Sylvester fallen. Noch 462 Lebenspunkte. Und wieder, es ist ein extremer Einsatz dieser moralreduzierenden Fähigkeiten. Sylvester beginnt zu zerfallen. Sie beginnt zu zerfallen. 357, nein, sie hat ihre Moral wieder zurückbekommen während dem Angriff, den sie durchgeführt hat. Und weil die Gegner um sie herum flüchten und diese Deckschützen. Was für Monster. 89 Kills, okay, ist ein Skaven, das ist nicht ganz so tragisch. Aber sie haben fast ihre... jetzt kommen sie auch noch in den Nahkampf, weil sie keine Munition mehr haben. Aber gut, den Kampf werden sie verlieren. Was jetzt allerdings nicht ganz so gut wie am Clanratten ausgehen wird, ist Sylvester Diaphant aus von hinten, aber... Oh, da kommt die Skaven-Armee, kommt zurück! Die Skaven-Armee kommt zurück und... Es gibt nur noch die Karonaden, die Deckschützen haben keine Munition mehr. Und Sylvester zerfällt noch 93 Lebenspunkte, 82, 71. Oh. Und sie fällt. Das ist das Ende von Sylvester Diaphant. Unglaublich. Und jetzt müssen die Skaven nur noch alles andere aufräumen, was hier auf dem Feld rumläuft. Der Seuchenpriester muss unbedingt noch in der Lage sein, vielleicht einmal... Oh nein, er flieht! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Die Geister verursachen Entsetzen! Und die Moral des Games ist sowieso schon so niedrig. Oh je! Und der Seuchenpriester haut ab! Oh je! Oh je, das Einzige, was sie noch am Leben halten kann, ist, wenn sie den Kampf gewinnen, aber... Sie gewinnen den Kampf nicht. Skaven! Ihr heldenhaften Skaven, kämpft! Kämpft, ihr könnt das gewinnen! Ich befürchte, sie werden... Oh, sie kämpfen noch gut. Oh nein, wenn die Karonade einmal schießt. Oh nein. Oh nein, sie sind alle weg. Ich dachte, jetzt kommt ein Clanratten-Speer, aber nein! Sie sind weg. Unvernichtet. Und damit geht diese Runde Vampirküste gegen Skaven haarscharf positiv für die Vampirküste aus. Und wo, ich muss wirklich sagen, diese Skaven-Armee von Redo war wirklich extrem überraschend und ungewöhnlich. Ich hatte beim besten Willen nicht erwartet, dass diese Gossenläufer so unglaublich stark sind. Kudos an Redo für diese wirklich besondere Armee. Der Gatus Leonidus hat sich hier auf eine Standard-Skaven-Armee eingestellt mit, denke ich, mindestens einer Warblitz-Kanone. Die wäre hiervon total zerlegt worden. Aber diese Deckschützen, also diese Kombination, also der Versuch, die Moral der Skaven zu brechen, war echt ziemlich gut. Ich glaube, das Einzige, was Redo hier von seinem Sieg abgehalten hat, war das Todesrad, das, ja... Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Kannst gerne in die Kommentare schreiben, denn die Formationen der Vampirküste sind ja eher nicht so eng, dass die hier große Probleme machen. Und es wurde eben schnell abgefangen. Das war doof. Wenn dafür stattdessen vielleicht noch mehr Fernkämpfer dabei gewesen wären oder zwei, drei mehr Clanratten mit Schilden, dann hätte Redo das garantiert problemlos mit nach Hause genommen. Und jetzt, bevor ich hier das Ganze zu Ende, das ganze Ding abschließe, gucken wir uns noch einmal an, was mit dem Necrofex-Koloss, dem Schafottriesen, passiert ist. Denn der wäre ja so schnell tot. Und das waren diese 4 Regimenter Gossenläufer. Einen Moment. Also
Also ich hätte mir so eine Armee ganz sicher nicht zugetraut. Und nicht nur bei dem Schafottriesen haben die ja so viel Schaden gemacht, auch bei Sylvester Diaphin. Das gucken wir uns jetzt nochmal genauer an. Ja, diese Moralreduktion, die war halt schon der Hammer. Da, zwei, drei Salven, damit war der Deckwerfer kaputt. Vielleicht hätten sich die mit Schleudern gelohnt, mehr gelohnt, weil sie eine höhere Reichweite haben. Und da ist die nächste Salve. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ah, die armen Skaven werden eben von allen Seiten zerlegt. So, und jetzt verliert sie. Erstmal 5680 und dann kommt eine Salve. Ich denke mal, Quick Kopf hier hat sicherlich auch noch mitgeholfen. Aber das war schon der Wahnsinn. Das waren definitiv die Gossenläufer, die sie hier zerlegt haben. Wer hätte gedacht, dass die Skaven so eine Bombe zur Verfügung haben. Jetzt wechseln sie das Ziel auf den Schafottriesen. Ich glaube, hier hätte es sich wahrscheinlich noch gelohnt, noch weiter auf Sylvester Diaphin zu schießen. Jetzt haben sie nämlich hier einen Blob geformt, der ziemlich angreifbar war. Ah, wenn sie jetzt hier noch vielleicht zwei, drei Salven auf Sylvester Diaphin durchgeführt hätten, dann hätten sie das sowas von gewonnen. Das wäre unheimlich gewesen. Schau mal, sie sind halt ein paar Mal durch die Gegend gelaufen und haben nichts gemacht. Ja, 3.900... Ja, oh Mann. Was für sind die Gossenläufe mit Gift? Ein paar mit Gift, ein paar ohne. Ne, ein Regiment mit Gift. Okay, Quickhoffjäger hat auch noch einiges gemacht, ganz sicher. Aber die Gossenläufer haben auf jeden Fall sehr stark mitgeholfen. So, und jetzt müsste die Sache mit dem Schafottriesen kommen. Jetzt gucken wir uns die mal an. Ja, zuerst werfen. Oder? Waren das die? Oder war es Quick? Noch hat 5500 Lebenspunkte. Ne, Quick hat es abgehauen. Der war es nicht. Oh ja. Oh ja, um Himmels Willen. Sieht euch seine Lebensenergie an. 1500 hat er verloren. 2000 hat er verloren. Ja. Okay. Das waren eindeutig die Gossenläufer. Die haben ihn einfach gnadenlos in Stücke gerissen. Was für eine fantastische Darstellung dieser Gossenläufer. Wahnsinn. GG. GG an Rido für diese beeindruckende Armee. GG an Legatus, dass er hier die Schwäche der Skaven, nämlich ihre Moral, so gut ausgenutzt hat. Fand ich fantastisch. Falls ihr mir ein Replay einsenden wollt, schickt es gerne an explodinghamster1@hotmail.com oder besser noch, postet es in unserem Discord, dann sehe ich es nämlich besser, weil irgendwie wird auf die E-Mail-Adresse das meiste in den Spam-Ordner geschickt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Danke an Legatus und Rido für dieses tolle Match.